Bleibt Sachsen CDU-Stammland oder wirbeln die populistischen Parteien das politische Gefüge in dem Bundesland durcheinander? Wenn am Sonntag gut 3 Millionen Menschen zur Landtagswahl aufgerufen sind, dann muss Ministerpräsident Michael Kretschmer um die Mehrheit für seine CDU bangen. Sie liefert sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. In Umfragen lagen beide Parteien zuletzt bei um die 30%. Ministerpräsident Kretschmer regiert seit 2019 mit SPD und Grünen. Es ist ein Zweckbündnis. Vor allem zwischen CDU und Grünen knirschte es immer wieder. Kretschmer macht keinen Hehl daraus, dass er die Grünen am liebsten loswerden will. Laut Umfragen müssen Sozialdemokraten und Grüne sogar um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die dritte Ampelpartei im Bund, die FDP, könnte erneut an der 5%-Hürde scheitern. Damit kommt das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht als möglicher Koalitionspartner ins Spiel. Das BSW könnte aus dem Stand bei der Wahl einen zweistelligen Wert erreichen. Kretschmer schließt eine Zusammenarbeit mit der Wagenknecht-Partei nicht grundsätzlich aus. Allerdings dürfte es in einem CDU-BSW-Bündnis unüberbrückbare Differenzen geben, etwa beim Thema Stationierung von US-Raketen in Deutschland. Bei der Forderung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine und Zweifeln an den Russland-Sanktionen gibt es jedoch Schnittmengen. Damit weicht Kretschmer von der Linie der Bundes-CDU ab. Der Ministerpräsident versucht auch mit dem Thema innere Sicherheit zu punkten, etwa indem er eine eigene sächsische Grenzpolizei schaffen will. Bei vielen Sachsen kommt Kretschmer damit offenbar gut an. Könnten sie ihren Regierungschef direkt wählen, hätte der Amtsinhaber die Nase weit vor seinem AfD-Herausforderer Jörg Urban.